Maxim Mechler, wir nutzen hier gerade die Windpause, die Windverschiebung, um uns ein bisschen zu unterhalten. Du warst gestern Achter. Ziemlich geiles Ergebnis hier für Almaty, ja? Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Es lief im Training fast noch besser und im Wettkampf ein bisschen Probleme noch gehabt, aber mit dem Springen war ich sehr zufrieden gestern. Wie sieht nach so einem Ergebnis die Zielsetzung für den zweiten Wettkampf hier aus? Ja, ähnlich. Schauen, dass man gut springt und dann kann ein ähnliches Ergebnis rausspringen, vielleicht sogar besser. Aber das kann man ja vorher nie sagen, wie das genau läuft. Die Situation im deutschen Team hat sich, ich sag mal, ziemlich brutal verändert. Wenn man da dabei sein will im nächsten Winter, muss man richtig gute Ergebnisse abliefern. Ja, eben. Deswegen ist so ein 8. Platz, ist zwar vor 2-3 Jahren wäre der noch richtig super gewesen und so wie gestern ist so, ja, okay, nicht schlecht, aber es gibt noch einige, die besser sind. Deswegen muss man sich ganz schön lang machen, dass man da ins Team reinkommt. Das ist aus persönlicher Sicht vielleicht nicht mal so toll, aber aus Mannschaftssicht ist es ja genial, was da im deutschen Team derzeit passiert. Ja, auf alle Fälle. Wir freuen uns ja auch gegenseitig. Dafür ist ja nicht so, dass wir das gegenseitig nicht gönnen und wir sind super zufrieden. Und wir wissen auch intern, wenn einer gut springt, dann kann auch was wirklich im internationalen Feld ganz vorne mit dabei sein. Und das ist das ja, was wir möchten. Perfekt. Max, wir wünschen dir viel Glück gleich für das zweite Springen hier und alles Gute dann. Ciao. Danke auch.